ist denn hier schon wieder im Bitcoin-Markt los? Was wir heute Morgen hatten, ist das, was sich die Kryptogemeinde schon seit vielen, vielen Monaten mal wieder gewünscht hat. Ein richtig schneller und massiver Anstieg. Und diese Bewegung ist Grund genug für mich, dieses kurze Video zu machen, um dir zu sagen, wie meine Meinung im Bitcoin ist und ob ich glaube, ob die Rallye hier eher weitergeht oder ob es wieder ein klassisches Pump-and-Dump-Verhalten ist. Was du hier im Chart siehst, ist der Bitcoin-Markt in den letzten 3 Jahren. Du weißt, der Bitcoin ist sehr stark angestiegen, hat bis knapp 20.000 eine Rallye hingenommen. Hier im Dezember 2017 wurde ja der Future eingeführt und nachdem wir hier das Peak gemacht hatten, ist der Markt sehr deutlich im letzten Jahr gefallen. 2018 war kein gutes Jahr für den Bitcoin-Markt und Peak to Drop, also vom Hoch bis zum Tief, haben wir hier fast 90% verloren. Schade für alle diejenigen, die investiert waren, und ich weiß aus sicheren Quellen, dass die meisten Leute auch erst in dieser Abwärtsbewegung in den Bitcoin eingestiegen sind, weil sie eben hier in diesem Aufwärtsmove die Bewegung verpasst haben. Das klassische antizyklische Verhalten von Privatanlegern, die Prospekt-Theorie lässt grüßen. Man kauft eher dann, wenn es billiger wird, so war es im neuen Markt, so war es 2007. Man kauft tendenziell immer zu früh und hier in dieser Rallye traut man sich meistens nicht rein. Liegt natürlich auch daran, dass das mediale Verhalten entsprechend am größten ist, wenn eben hier die Krise ist. Also die meisten Medien haben tatsächlich hier zu dieser Zeit Anfang, Mitte 2018 über Kryptos berichtet. Hier am Anstieg war es eher wenig. Deswegen wundert es auch nicht, dass heute Morgen die Gazetten schon wieder voll sind, die Foren sich überschlagen und jeder den nächsten großen Anstieg beim Bitcoin schon ausmachen möchte. Ob das wirklich der Fall ist, das werde ich dir in dem Video kurz sagen. Ich habe viel gelesen heute Morgen, habe viel Recherche betrieben und möchte dir einfach 2, 3 Gedanken nennen, wie ich den Kryptomarkt momentan sehe. Was ist passiert? Das erste ist natürlich, wir sollten eine kurze Chartanalyse machen und da lohnt es sich bei so großen prozentualen Bewegungen nicht auf den normalen Chart zu gucken, sondern wir schauen hier auf den logarithmierten Chart. Das macht deutlich mehr Sinn, weil die Profis sich eben hier auch logarithmierte Charts angucken, weil die logarithmierten Charts natürlich die Prozentbewegung ehrlicher messen. Und dann zeichne ich hier mal eine Chartlinie und ihr seht, ich zeichne die bewusst auch von rechts nach links. Um die ein bisschen zu korrigieren, fasse ich die dann nach. Warum zeichne ich von rechts nach links und nicht klassisch von links nach rechts? Das liegt einfach daran, das hat mir der Tom DeMark mal auf einer Bloomberg-Konferenz verraten. Die Asiaten machen es generell auch so und ich finde es ganz interessant, Charts eher von rechts nach links zu zeichnen, weil die letzten Auflagepunkte im Chart für mich wichtiger sind, weil sie eben zeitlich nicht so weit her sind. Bei dem Chart hier mit 2 Auflagepunkten ist es relativ egal. Wichtig ist nur, dass ihr seht, okay, was ist jetzt tatsächlich passiert heute Nacht? Wir haben hier diesen langfristigen Abwärtstrend rausgenommen. Wir haben also hier den Trendbruch gesehen und das ist natürlich für den technischen Investor heute Morgen ein wunderbares Kaufsignal gewesen. Und ich kann mich daran erinnern, ich hatte ein ähnliches Signal auch schon mal analysiert. Das war hier Juli 2018, wo ein ganz ähnliches Verhalten war, wo wir hier auch einen massiven Anstieg im Bitcoin hatten und wo ihr genau wisst, was die nächsten Wochen und Monate danach passiert ist, wo es dann wieder runtergeht. Oder auch wenn ihr euch dieses Verhalten anguckt, hier hatten wir auch klassisches technisches Bruchsignal, wir hatten einen klassischen Pump nach oben und der wurde in den nächsten Wochen dann auch wieder mit einem starken Abverkauf begleitet. Das heißt also, das, was jetzt hier in den meisten YouTube-Kanälen besprochen wird, das, was in den Kryptoforen ist, alle sagen, jetzt ist der technische Bruch erfolgt, jetzt müsste man reingehen, jetzt ist quasi das große Eldorado wieder ausgebrochen, um Bitcoins zu kaufen. Ich bin ja eher vorsichtig und wir schauen uns das mal ein bisschen kurzfristiger an. Ich gebe euch hier einfach mal den Tageschart. Relativ spannend, wenn man ihn ein bisschen größer zieht, denn das, was heute Nacht passiert ist, ist natürlich wieder ein sehr, sehr starkes und heftiges Verhalten gewesen, was bei den Kryptos nicht unbedingt ungewöhnlich ist, was aber dennoch natürlich hier auch trotzdem erstmal den Markt ein bisschen erschreckt. Was hatten wir? 6.30 Uhr unserer Zeit ging der Markt nach oben. Für 2 Stunden sind wir um knapp 23% angestiegen. Und ihr seht das im Verlauf, haben wir auch schon wieder einen Teil dieser Rallye abgegeben. Also ungefähr 10% sind wir hier tatsächlich vom Hoch auch schon wieder zurückgekommen. Und das ist eben klassisch dieses Pump-and-Dump-Verhalten. Wir haben eine Marktsituation gehabt, 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, innerhalb von einer Stunde geht der Markt um 23%. Ganz ehrlich, in diesen Zeiten ist kein Marktteilnehmer großartig unterwegs. Wir haben momentan eh eine relativ geringe Liquidität im Bitcoin. Die ganzen Kryptos sind natürlich nicht mehr so en vogue. Die Handelsumsätze sind relativ mager, gerade zu diesen Zeiten. Ja, ihr habt recht, andere Kryptos wie jetzt zum Beispiel Ripple oder Ether sind auch stark angestiegen in dieser Zeit.
Aber ich denke, das ist eher hier wieder klassisches Pump-and-Dump-Verhalten von Algorithmen, die auf wenig Liquidität treffen und die den Markt nach oben ziehen. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, was könnten die fundamentalen Gründe gewesen sein. Wenn ihr es besser wisst, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt nicht so viel gefunden, außer dass eine große Cryptocurrency-Konferenz gerade in Seoul ist. Das hat 2018 auch dazu geführt, dass der Kurs um diese Zeit tatsächlich angestiegen ist. Aber 2 Monate später ist der Kurs auch wieder zurückgekommen. Und deswegen sage ich, das Verhalten ist für mich eher hier ein klassisches Pump and Dump. Bedeutet also, dass ich nicht denke, dass diese Bewegung hier 1:1 sich fortschreibt. Und das sieht man ja auch, dass die Volatilität hier schon wieder relativ schnell aus dem Trade genommen wurde. Relativ schnell der Markt hier also seitwärts gelaufen ist. Und ich eben denke, dass wir hier auch keine großen Anschlusskäufe sehen. Und das wäre ja genau das positive Signal, wenn man jetzt zu normalen Handelszeiten, wenn die Marktteilnehmer gesehen haben, ja, der Kurs ist nach oben gegangen, hier tatsächlich auch weiter kaufen. Das war nicht der Fall, deswegen bin ich im kurzfristigen Bereich eher auf der Short-Seite. Ich gucke auch, dass ich hier eventuell sogar einen Einstieg in den Short finde. Muss euch aber auch sagen, ich bin alles andere als ein Krypto-Experte. Ich finde die Volatilität natürlich spannend. Schau mir das gerne an, probiere das eben technisch zu handeln. Aber ich möchte den Markt auch ein bisschen verstehen. Und wie gesagt, mit der Erfahrung, die ich im letzten Jahr mehrfach gemacht habe, mit diesem Pump-and-Dump-Verhalten, dass Kurse halt schnell nach oben manipuliert werden, um dann die nächsten Wochen wieder kontinuierlich zu fallen, würde ich eher sagen, das ist jetzt Vorsicht, was ich hier walten lasse. Ich würde nicht unbedingt den Bitcoin jetzt kaufen und die nächste Hosse ausrufen, sondern ich sehe es momentan so ein bisschen wie eine Schulter-Kopf-Schulter im ganz kurzfristigen Bereich. Und ihr seht, das ist ein Minutenchart. Natürlich sehr, sehr kurzfristig. Aber ich denke, hier könnten wir eine Schulter ausgebildet haben, hier einen Kopf, hier eine Schulter. Dann geht der Markt erstmal seitwärts und wenn wir hier diese Marke unterbieten von 4640, ich sag mal bis 4600 runter, um das ein bisschen größer zu ziehen, dann würde ich sagen, dann könnte man sich Short-Positionen mal angucken. Momentan bin ich nicht engagiert, aber wenn ich hier mich für eine Seite entscheiden müsste, würde ich eher den Daumen senken. Deswegen kurzes Wort der Warnung, glaubt bitte nicht allen Krypto-Koryphäen, die jetzt hier großartig long sind. Ich weiß aus sicheren Quellen, dass kaum ein Institutioneller diesen Markt tatsächlich kauft. Ich habe eben viel gelesen und das, worauf alles hindeutet, sind eben hier tatsächlich Marktmanipulationen. Die Kryptos sind ja sehr ineffizient, das wisst ihr. Und wenn ihr da kein ausgewiesener Experte seid, dann haltet euch vielleicht auch zurück. Wie gesagt, wenn ich mich hier engagiere, tue ich das auch nur in sehr, sehr kleinen Lot-Sizes. Ich finde es einfach nur spannend, mir den Markt anzugucken. Und ich finde es auch spannend, so ein bisschen zu verstehen und zu lernen. Denn immer wenn ich solchen Ausbruch gesehen habe in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, war es so, dass es eben hier keine Anschlusskäufe gab. Es war immer so, dass wir hier tatsächlich dieses Pump-and-Dump-Verhalten hatten, wo ich auch schon ein Video drüber gedreht hatte. Das kannst du gerne bei mir in den Videos auch gucken. Und es scheint eben auch hier wieder dieses Pump und Dump zu sein. Das heißt, das, was der Techniker hier sofort schreit, ja, ich bin long, wir haben den Trendbruch gesehen, ich muss unbedingt kaufen, da bin ich ehrlicherweise vorsichtig. Für mich ist es momentan eher eine Manipulation. Deswegen seid bitte vorsichtig, guckt euch die Märkte an, es ist super spannend. Ich finde es auch toll, mich mit solchen neuen Märkten auseinanderzusetzen. Ich lerne da sehr viel, weil das für mich auch viel Neuland ist. Aber wie gesagt, wenn ich mich die Seite aussuchen dürfte, dann wäre es gerade eher die Short-Seite. Aktuell bin ich nicht engagiert. Wenn wir hier fallende Kurse sehen, könnte ich mir vorstellen, eine kleine Position zu machen. Wichtig ist eben, dass wir hier wieder ein Abplätschern über die Zeit nach unten sehen und dass keine starken Momentumschübe nach oben kommen. Danach sieht es momentan nicht aus. Deswegen guckt euch den Bitcoin mal an, ganz, ganz spannend. Und wenn ihr das Video mögt, wenn ihr vielleicht auch besser Bescheid wisst als ich, und ich bin mir sicher, einige von euch tun das, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt long seid, ob ihr short seid, was eure Meinung ist, und dann freue ich mich auf den Dialog. Ihr wisst ja, ich beantworte alle Kommentare sehr, sehr gern. Mir macht das Medium total Spaß und wenn es euch auch Spaß macht, meine Videos zu gucken, dann wie immer Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und damit bin ich raus hier aus Frankfurt, euer André.